Beim Salzburger Forum für Elektromobilität wurde die Zukunft von Elektrofahrzeugen unter die Lupe genommen. Eine Hürde hat die Elektromobilität bereits genommen, denn das Thema wird in der Bevölkerung schon sehr positiv gesehen. In der Modellregion Salzburg sind die Umfragewerte sogar noch besser als im österreichischen Durchschnitt. Elektromobilität wird in der Bevölkerung und besonders in der Modellregion Salzburg durchwegs positiv beurteilt. Das ist eines der Ergebnisse einer Umfrage, die die Motivforscherin Sophie Kamersin im Auftrag von Electrodrive Salzburg durchgeführt hat. Es gibt aber nach wie vor Barrieren, die dem Kauf eines Elektroautos im Wege stehen, erklärte sie beim Salzburger Forum für Elektromobilität, einer gemeinsamen Veranstaltung von Electrodrive Salzburg und WKS. Die da heißen Anschaffungspreis ist im Moment einfach noch in einem Bereich, der nicht für jedermann möglich ist, auch wenn man die Gesamtkosten betrachtet, inklusive variablen Kosten. Zweites ist die Reichweitenfrage, die immer noch gefühlt eine Beschränkung ist, wobei wir ja wissen, das ist mehr ein emotionales Thema als ein faktisches. Die wenigsten Menschen fahren mehr als 40 Kilometer am Tag. Und zum Dritten ist es auch die Umstände, die Infrastruktur im Bereich der Lademöglichkeiten. Die Hoffnungen auf eine rasche Weiterentwicklung, etwa leistungsfähigere Batterien und eine damit verbundene höhere Reichweite, wurden bei der Podiumsdiskussion allerdings zerstreut. Also größere Reichweiten als das, was wir im Moment jetzt auch schon in Prospekten lesen können, 150 Kilometer, vielleicht 200 Kilometer, größere Reichweiten werden wir in den nächsten 5 bis 8 Jahren nicht sehen. Es gibt tatsächlich neue Materialentwicklungen, die sind aber noch in einem sehr frühen Stadium. Und bis die in den Verkaufsräumen stehen, die Batterien mit diesen neuen Materialien oder die Fahrzeuge mit den Batterien, das wird 10 Jahre dauern. Dennoch sieht Gutsch gute Möglichkeiten für eine wirtschaftliche Nutzung von Elektroautos. Ein Elektrofahrzeug kann nur wirtschaftlich werden, wenn es sich viel bewegt. Das heißt, für Betriebe, die viel Verkehr haben, die häufig fahren in der Stadt, zum Beispiel Paketdienste, Zulieferdienste, Essen auf Rädern, soziale Dienste, Taxis bis hin zu kleinen Stadtbussen. Das sind Anwendungsfelder, in denen die Elektromobilität als erste wirtschaftlich wird. In Salzburg hat die Salzburg AG eine Vorreiterrolle in puncto Elektromobilität eingenommen und mit ihrem Tochterunternehmen Electrodrive wichtige Impulse gesetzt. Wir sind ja auch Verkehrsdienstleister. Mit dem O-Bus in der Stadt und mit den Lokalbahnen sind wir ja bereits jetzt ein großer Elektromobilitätsanbieter. Das Elektroauto ist quasi der kleine Bruder des O-Busses. Außerdem finden wir, dass Elektrizität in der Mobilität eine absolut sinnvolle Anwendung ist, weil einfach der Elektromotor einen wesentlich höheren Wirkungsgrad als der Verbrennungsmotor hat. Gemeinsam mit Electrodrive Salzburg hat die WKS eine Testaktion ins Leben gerufen, bei der Unternehmen einen Monat bis zu einem Jahr lang ein Elektroauto testen konnten. Einer der Testpiloten war der Tischlermeister Fritz Schwab aus Schlehdorf. Ich bin im Winter gefahren, auch bei Schneefahrbahn und sowas, und habe eigentlich nie Problem gehabt bezüglich Reichweite auch, aber auch nicht vom Fahrverhalten auf rutschige Fahrbahn oder sowas. Die Kunden waren auch sehr überrascht, sehr positiv auf das reagiert. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich bis zum Ende dieses Jahres noch Elektrofahrzeug haben werde. Der Schlehdorfer Unternehmer bleibt damit aber eher eine Ausnahme, denn die Kaufbereitschaft ist nach wie vor gering. Und es wird nicht reichen, wenn wir es auf einer rationalen Ebene immer wiederholen, dass Elektromobilität sinnvoll ist, wahrscheinlich in manchen Fällen auch durchaus effizient und von den Kosten sich rechnen. Aber wir müssen es lustvoll gestalten. Wir müssen Elektromobilität so präsentieren, dass man sagt, ich will das haben. Ob ich jetzt nach Udine fahren kann oder nicht, ist egal. Ich will das Teil haben. Und das fehlt aus meiner Sicht noch. So ein Teil wäre etwa der strombetriebene Tesla mit einer Reichweite von 340 Kilometern und einer Beschleunigung von 0 auf 100 in 4 Sekunden. Aber egal ob Sportwagen oder Familienlimousine, entscheidend für die Elektromobilität wird sein, dass die Kaufbereitschaft in den kommenden Jahren steigt.